Hallo und willkommen bei Watchboxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Du kennst dich einigermaßen mit Uhren aus, beziehungsweise bist davon überzeugt, dass du mehr weißt als die meisten, oder du bist nur interessiert an Uhren und möchtest gerne was dazu lernen, dann bist du hier richtig. Das ist mein Uhrenquiz und ich habe wieder 5 Fragen zusammengestellt, die hoffentlich ebenso interessant wie vielleicht auch lehrreich sind. Fangen wir doch direkt mit der ersten Frage an. Du kennst ganz bestimmt die Regeln. 20 Sekunden, wenn du es ohne Googlen richtig hast. 2 Punkte, wenn du pausierst und googelst, nur einen Punkt. Am Ende der Watchmorph gibt 4 bzw. 2 Punkte. Insofern alles ganz easy. Und hier kommt auch schon die erste Frage. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Skalentypen? A. Tachymeter und B. Telemeter. 20 Sekunden ab jetzt. Das ist oft eine Frage, die nur zum Teil beantwortet werden kann. Die Tachymeter-Skala erlaubt es, Durchschnittsgeschwindigkeiten zu messen bzw. Wiederholungen pro Stunde. Und die Telemeter-Skala erlaubt es, eine Entfernung zu messen, in Abhängigkeit davon, wann man einen Ton und das dazugehörige Lichtsignal sieht. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht im Rahmen der Guinan 361. Ich habe das alte Video ausgekramt und zeige euch jetzt, was ich damals erklärt habe, denn auch heute könnte ich es, glaube ich, nicht genauer erklären. Die Ziffern 1000, 700, 500, 300 sind die bekannte Tachymeter-Skala, die im Prinzip genutzt wird, um die Häufigkeit der Wiederholung innerhalb einer Stunde zu messen. Wenn man also einen Vorgang mit der Stoppuhr abstoppt und bei der Minute 15, also ungefähr bei dem äußeren Ring 250, würde es angehalten, dann würde das bedeuten, dass dieser Vorgang in einer Stunde ungefähr 250 Mal wiederholt werden kann, beziehungsweise, wenn man es in Geschwindigkeit umrechnet, man ein Tempo von ungefähr 250 Stundenkilometer fährt. Die Ziffern auf dem Ring der Minuterie mit Punkten und kleineren Zahlen angegeben ist die Telemeter-Skala. Ihr könnt es hier sehen. Ich habe die 1, den kleinen Punkt, und die 2 mit roten Strichen markiert. Bei der Telemeter-Skala geht es darum, die zeitliche Differenz zwischen einem Lichtimpuls und dem dazugehörigen Tonimpuls in Entfernung umzurechnen. Klingt total verkopft, ich weiß, um es bei einem ganz einfachen Beispiel zu belassen. Ihr seht den Blitz, stoppt die Zeit, bis ihr den Donner hört, und aufgrund dieser Zeitdifferenz könnt ihr dann auf der Uhr ablesen, wie weit das Gewitter entfernt ist. Ganz grob gesagt liegt zwischen Blitz und Donner pro Kilometer ungefähr 3 Sekunden. Das stimmt mathematisch nicht ganz genau, aber für eine grobe Schätzung stimmt es. Und das könnt ihr hier auf der Uhr ablesen. Das sind die kleinen Ziffern 1, 2, 3 und so weiter, die auf der Minutenskala gegebenenfalls für etwas Verwirrung sorgen. Kommen wir zur zweiten Frage, und diese Frage habe ich bekommen aufgrund einer Anregung meiner Frau. Manchmal weiß ich nicht so hundertprozentig, in welche Richtung die Frage gehen soll. Und sie hat mir so ein paar Themengebiete gesagt und sie hat mich auf die Idee für diese Frage gebracht. An dieser Stelle also danke, Babs, das war super. Was haben diese Uhren gemeinsam? A. Die Junghans Max Biddle Megasolar.
B, die Braun Design BN0278 Automatik. C, die Meister Singer Unomat. D, die Stova Flieger Verus GMT Chronograph. Und E, die Sinn 105 ST SA UTC. 20 Sekunden ab jetzt. Ich denke, dass einige von euch es vielleicht vermutet haben, zumindest bei einigen Modellen eine Ahnung hatten. Alle fünf Uhren, die ich hier genannt habe, haben 2021 den Red Dot Design Award gewonnen. Und jetzt kommen wir auch schon zur dritten Frage. Und bei dieser Frage geht es ein kleines bisschen darum, wie viel Geld für Uhren ausgegeben wird. Also die Frage lautet, wie hoch waren die durchschnittlichen Ausgaben für Uhren je Haushalt in Deutschland im Jahre 2020? Also explizit nur für Uhren, nicht Schmuck und andere Sachen und pro Haushalt, nicht pro Person. Waren das A 26,40 Euro? Waren das B 103,65 Euro? Waren das C 219,50 Euro? Oder waren das D 579,73 Euro? 20 Sekunden ab jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Antwort auf diese Frage hat mich selber mega überrascht. Es waren im Jahre 2020 pro Haushalt für Uhren 26,40 Euro. 26,40 Euro für Uhren pro Haushalt im Jahre 2020. Ich habe die Zahl dreimal kontrolliert und auch extra die Quellenangabe drunter geschrieben. Das war Statista.com, weil ich mir es echt nicht vorstellen konnte. Für Schmuck, wenn man noch Schmuck hinzunimmt, sind es, glaube ich, etwas über 100 Euro um diesen Dreh rum. Ich war mega überrascht und ich würde gerne von euch wissen, ob ihr genauso überrascht wart oder ob ihr in diesem Punkt richtig gelegen habt. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur vierten Frage. Die vierte Frage ist schon ein kleiner Ausblick auf das, was ich plane 2022 zu machen. Ich habe ja jetzt meine Schwarzwald-Uhren-Videos gemacht und 2022 würde ich gerne ein ähnliches Format über die Glashütte-Uhren machen. Aber was besagt eigentlich die sogenannte Glashütte-Regel genau? A. Sie regelt die maximale Anzahl der Uhrenproduzenten, die sich in Glashütte ansiedeln dürfen? Oder B, sie regelt die maximale Anzahl von Uhren, die pro Jahr in Glashütte produziert werden dürfen? Oder aber sie legt Kriterien fest, nach denen man sich mit dem Label Made in Glashütte oder Glashütter Uhr auszeichnen darf. 20 Sekunden ab jetzt. Ja, A und B, also die Limitierung der Produzenten und die Limitierung der Uhren, hätten beides natürlich dazu beitragen können, eine gewisse Exklusivität
beizubehalten, hätte aber gleichzeitig auch ein gewisses Wachstum verhindert. Insofern ist die Antwort C richtig. Die Glashütter-Regel legt fest, wann sich eine Uhr als Uhr aus Glashütte, als Glashütter-Uhr bezeichnen darf. Über viele Jahre war das relativ schwammig und auch nicht für alle wirklich verbindlich geregelt. Es hieß, der wesentliche Bestandteil der Uhr muss in Glashütte gemacht werden. Es war die Regel von mindestens x%, zuletzt waren es 50. Es hat auch Klagen gegeben, namentlich von A. Lange und Söhne gegen Nomos. Also es war vieles relativ unklar und durchaus schwammig und nicht belastbar, ähnlich wie das Label Made in Germany, zu dem ich ja auch schon mal ein separates Video gemacht habe. Jetzt sind die Produzenten aber übereingekommen, diese Regel enger und vor allen Dingen auch viel greifbarer und genauer zu definieren. Und das muss ich jetzt ablesen. So, es gibt also eine Verordnung, die im Jahre 2021 gültig und verbindlich werden soll. Und diese Verordnung legt fest, zum einen die Region, in der Glashütter-Uhren hergestellt und montiert werden dürfen. Diese umfasst nun nicht mehr nur das Glashütter Stadtgebiet, sondern auch den Altenberger Stadtteil Bärenstein und den bisher auch den Stadtteil Lauenstein. Wichtig ist aber, dass die wesentlichen Herstellungsstufen genauer definiert worden sind. Und diese wesentlichen Herstellungsstufen müssen zusammen mehr als 50% der Wertschöpfung ausmachen. Und zu den wesentlichen Herstellungsstufen zählen das Ingangsetzen des Uhrwerks, die Feinregulierung der Uhr, die Montage des Ziffernblattes, das Setzen der Zeiger und das Einschalen des Uhrwerks. Alles das muss vollständig im Herkunftsgebiet Glashütte erfolgen. Eine Aussage über die Qualität ist das nach wie vor nicht. Es ist nur eine Aussage über den Produktionsstandort, wo werden die aufgezählten Schritte tatsächlich vollzogen. Und so genau ist Made in Germany als Beispiel nicht definiert. Die Glashütter-Regel legt ziemlich genau fest, was zu welchem Wertbestandteil in dem Glashütter-Gebiet zu erfolgen hat. Ja, und die fünfte Frage ist wie immer ein Watchmorph. Ich persönlich finde dieses Mal richtig schwer, aber wer meine Videos gesehen hat, hat die Uhren in meinen Videos auch schon im Detail sehen können. Insofern gibt es vielleicht eine gewisse Chance, zumindest eine der beiden Uhren zu erkennen, vielleicht auch beide. 25 Sekunden ab jetzt. Ja, das war echt nicht leicht, aber es sind zwei Uhren, die sich sehr, sehr ähnlich sehen. Zum einen die Sinn 556 mit den arabischen Ziffern auf dem Ziffernblatt sowie die Dekla Turbulenz V2. Die beiden Uhren sind sich relativ ähnlich, aber unterscheiden sich dennoch im Detail. Die Dekla hat 40 mm im Durchmesser, kostet aktuell 600 Euro, ist bis 20 bar wasserdicht, hat ein gewölbtes Saphirglas und die Option, das Gehäuse sowie den Topring mit gehärtetem Stahl ausliefern zu lassen. Dekla nennt das Six Steel und optional gibt es auch die Möglichkeit, eine DLC-Beschichtung anbringen zu lassen. Die Sinn kostet aktuell am Lederband 990 Euro, hat 38,5 mm im Durchmesser,
ebenfalls bis 20 bar wasserdicht, hat ein Datum, was die D-Klein nicht hat und hat keine Option auf gehärtetes Gehäuse, Beschichtung oder ähnliches. Wenn ihr glaubt, dass ihr es besser könnt als bei diesem Quiz, ich habe euch noch zwei andere Quiz verlinkt. Klickt gerne drauf, spielt sie durch und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr abgeschnitten habt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.